Lorenz Bramkamp, unser Held in dem Film Vorsicht vor Leuten, ist ein Lügenbold. Aber er ist schon so ein Lügenbold, dass er gar nicht mehr selber weiß, ob er wann er lügt und wann er lügt. Also der ist so, der ist eigentlich ein total stiller, bequemer Gemütsmensch, der eigentlich seine Ruhe haben will und glücklich ist mit dem, wie es läuft. Den Stress, den er erfährt, erfährt er von seiner Frau, die irgendwie nicht mehr glücklich ist mit dieser Sofapupsigkeit, die unser Held am Anfang der Geschichte hat. Und sie sagt, sie geht. Und sie geht auch. Und sie schafft damit, dass dieser Lorenz Bramkamp dann doch nochmal aus dem Puschen kommt und jetzt versucht, ehrlich zu werden, ein bisschen schlanker zu werden und auch seinen Job zu sichern. So. Das macht er auch eigentlich relativ schnell. Also er ist dann ehrlich, bloß mittlerweile glaubt man ihm gar nichts mehr, so dass selbst wenn er die Wahrheit sagt, wie die Szene, die wir jetzt gleich drehen, wo sie ihm die Sicherheitsnadel anmacht, das ist ja wirklich so, kann man ihm das nicht mehr glauben. Und so erfindet er eine Art des Lügens, was viel größer ist als das Lügen, was er bisher betrieben hat. Und das führt ihn am Ende dazu, dass er eine große Lüge ihn zu einem erfolgreichen Mann macht in einer kurzen Zeit. Und er wirklich ein attraktiverer, modernerer Mensch wird. Seine Frau ganz stolz auf ihn ist und wieder zu ihm zurückkehrt. Und er eigentlich durch noch viel mehr Lügen sein Ziel, seine Frau zurückzubekommen, erreicht hat. Und das finde ich toll, dass das so erzählt wird. Der Lorenz ist sehr phlegmatisch. Der will keine Konflikte aushalten. Er ist ein großes Kind. So erlebe ich den. Und er ist auf eine Art, auf eine total sanftmütige Art tölpelhaft, weil er ist gar kein Tagträumer, aber er ist so ein, der hat so kein Problem, so versinken, so zu verschwinden für momenteweise. Und dann schmeißt man auch mal einen Hund weg und macht Hortensien kaputt und verliert aber auch den Knopf. Und durch diese Begegnung mit dem Herrn Schönleben, der ja für all das steht, was sozusagen in unserer Welt als erfolgreich und angesehen und verführerisch gilt und so, das macht natürlich was mit ihm, aktiviert ihn. Und in dem großen Duell in der Bucht, dadurch, dass er es schafft, diesen Kampf zu gewinnen, das zeigt ihm sozusagen, dass er doch viel mehr drauf hat, als er selber vielleicht weiß von sich. Und das schafft es, dass er dann auf einmal Lorenz Schönleben wird.